Hi, du möchtest dir eine Ukulele kaufen? Sehr gute Entscheidung, denn die Ukulele ist eines der besten Instrumente, die man lernen kann als Anfänger. Und ich zeige dir in diesem Video die 7 wichtigsten Dinge, auf die du achten musst, wenn du dir eine Ukulele kaufen willst. Also bleib dran, damit du die richtige Entscheidung triffst. Die Ukulele ist eines der besten Instrumente überhaupt, die man als Anfänger lernen kann. Weil sie ist relativ leicht zu lernen, sie ist sehr portabel, du kannst sie einfach überall hin mitnehmen und sie hat so eine eigene Stimmung, die einfach glücklich macht. Deswegen sagen die Hawaiianer auch, die Ukulele ist das glücklichste Instrument und ich kann das nur bestätigen, wenn man Ukulele spielt, man hat sofort Glücksgefühle. Es ist quasi unmöglich, die Ukulele zu spielen und dabei traurig zu sein. Und deshalb kann ich jedem nur empfehlen, Ukulele zu lernen, weil es riesig Spaß macht. Wichtig ist aber, wenn du dir eine Ukulele kaufen willst, dass du auf gewisse Dinge achtest, denn wie ich schon in einem anderen Video zum Thema Mundharmonika kaufen gesagt habe, ist es extrem wichtig, dass du dir ein Instrument kaufst und nicht ein billiges Spielzeug. Ich zeige dir in diesem Video die 7 wichtigsten Dinge, auf die du achten solltest. Und welche Dinge das sind, das kommt jetzt. Punkt Nummer 1, das sind die Mechaniken an der Ukulele. Die Aufgabe der Mechaniken ist es, die Stimmung der Ukulele zu halten. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass die Mechaniken eine sehr gute Qualität haben, gut verarbeitet sind und stark genug sind, um die Stimmung eben zu halten. Deshalb empfehle ich, dass die Mechaniken auf jeden Fall aus Metall sein sollten. Achte auch darauf, dass sie hinten geschlossen sind. Es gibt auch offene, da siehst du dann die Zahnräder. Da hat man oft das Problem, dass eventuell Schmutz reinkommt und dann halten die nicht so lange. Also achte darauf, sie sollten aus Metall sein, sie sollten robust sein und sie sollten hinten geschlossen sein. Wie wichtig das ist, wirst du merken, wenn du anfängst, Ukulele zu spielen und wenn du eine ganz billige Ukulele hast, beispielsweise eine aus Plastik für 10 oder 20 Euro, dann sind das meistens so schlechte Mechaniken, dass die sich während du spielst verstimmt. Das ist so quasi also unmöglich, dann damit vernünftig zu spielen. Das ist sozusagen der Albtraum eines jeden Gitarristen oder eines jeden Ukulele-Spielers, dass sich während du spielst das Ding verstimmt. Und deshalb sind robuste Mechaniken sehr, sehr wichtig. Am Anfang, wenn du eine Ukulele neu kaufst, ist es normal, dass sie sich nochmal verstimmt, relativ schnell. Das liegt daran, dass die Nylon-Saiten erst eine gewisse Zeit brauchen, bis sie die Stimmung halten. Aber dann, wenn du sie ein paar Mal gestimmt hast, dann sollte die Stimmung länger halten. Also ich kann nur sagen, bei der Xalani zum Beispiel, wenn ich die eine Woche nicht spiele und ich nehme sie wieder in die Hand, dann stimmt die immer noch perfekt. Und genau so soll es sein. Kommen wir zu Punkt 2 und hier geht es einfach um die sogenannte Stimmreinheit. Also man kann es einfach sagen, stimmen überhaupt die Töne auf der Ukulele? Da geht es eben nicht nur darum, dass wenn du eine Saite leer spielst, dass der Ton richtig ist, sondern dass jeder weitere Ton, wenn du auf dem Griffbrett den Ton greifst, auch richtig klingt und auch die verschiedenen Oktaven, das nennt man dann Oktavreinheit, müssen auch richtig klingen. Also, wenn ich hier ein C zum Beispiel spiele, das ist die offene Saite gespielt, ein C, kommt hier das D, E, F und da muss jeder Ton sauber klingen. Weil das ist genau die Kunst am Instrumentenbau, das so hinzukriegen. Und auch zwischen den Saiten, also hier ist zum Beispiel ein C und hier ist nochmal ein C, das muss genau gleich klingen. Und da solltest du auf jeden Fall darauf achten, hier wieder ganz billige Ukulelen, die stimmen überhaupt nicht, weil die Hersteller sich da keine Mühe geben. Das ist dann Spielzeug, wird schnell produziert und die machen sich keine Mühe zu gucken, ob die wirklich stimmrein ist. Also achte auf eine Stimmreinheit. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt und das ist die sogenannte Saitenlage. Mit der Saitenlage meint man den Abstand zwischen den Saiten und dem Griffbrett. Und die Saitenlage ist insbesondere für Gitarren extrem wichtig, aber auch bei der Ukulele macht die Saitenlage etwas aus. Generell gilt, je höher die Saitenlage, also je größer der Abstand zwischen den Saiten und dem Griffbrett, desto schwerer spielt sie sich. Aber desto lauter klingt sie auch. Umgekehrt, je niedriger die Saitenlage, also je kürzer der Abstand zwischen den Saiten und dem Griffbrett,
desto leichter spielt sich die Ukulele. Und das ist genau auch wieder die Kunst beim Instrumentenbau, dass man hier einen Ausgleich schafft, dass die Saiten die richtige Höhe haben, dass sie also hoch genug sind, damit die Saiten frei schwingen können und laut sind, aber niedrig genug, damit du sie noch leicht spielen kannst. Und das ist oft auch Geschmackssache. Es gibt Spieler, die lieben eine hohe Saitenlage und manche lieben eine niedrige Saitenlage. Da kannst du ein bisschen experimentieren, denn du kannst die Saitenlage auch verändern, indem du beispielsweise den Steg etwas abschleifst. Da gibt es Tricks, wie du das machen kannst. Normalerweise brauchst du das aber nicht. Also die Xalani zum Beispiel hat, glaube ich, 3 bis 4 mm. Das finde ich ideal. Achte nur darauf, dass sie nicht zu hoch ist, weil sonst hast du Schwierigkeiten mit dem Spielen und dann macht es keinen Spaß. Also achte auf die Saitenlage. Dann kommen wir zum vierten Punkt und das ist der Klang. Du siehst schon, ich habe gar nicht mit dem Klang angefangen, weil Klang ist immer auch subjektiv. Das muss man ganz klar sagen. Die einen mögen es spritzig, laut, die anderen mögen es eher gedämpft. Deshalb ist das auch Geschmackssache. Aber selbstverständlich, der Klang wird von vielen Faktoren beeinflusst. Und auch hier, das ist wieder wichtig im Instrumentenbau, wie bekomme ich einen vernünftigen Klang hin? Und da wäre zum Beispiel das Holz ist ein sehr wichtiger Faktor beim Klang, weil verschiedene Holzarten einfach anders klingen. Die haben andere Klangeigenschaften. Und die gängigsten Hölzer sind zum Beispiel Mahagoni, Fichte, es gibt Koa, es gibt alle möglichen Holzarten. Hier die Xalani ist zum Beispiel aus Mahagoni. Das ist ein Holz, was mir sehr gut gefällt, ist ein Hartholz. Und es klingt sehr ausgeglichen und es sieht noch recht schön aus, wie ich finde. Und deshalb würde ich eben darauf achten, dass du wirklich auch eine aus Holz kaufst und nicht eine Plastik-Ukulele, weil glaub mir, die klingen einfach nicht gut. Das Holz macht da sehr, sehr viel aus. Auch die Vorteile beim Holz sind, wie zum Beispiel Mahagoni, das öffnet sich mit der Zeit und du wirst merken, die Ukulele klingt dann mit den Jahren immer besser. Das ist wie mit Gitarren. Ich habe Gitarren, die habe ich seit Jahren und die klingen jedes Jahr besser. Und deshalb finde ich es sehr sinnvoll, in ein Musikinstrument zu investieren, weil du da jahrelang Freude damit hast. Und wie gesagt, es wird immer besser klingen. Ich kenne kaum ein Produkt, was mit den Jahren immer besser wird. Im Gegenteil, wenn du dir ein Smartphone kaufst, dann kannst du froh sein, wenn du das in 5 Jahren noch benutzen kannst. Eine Ukulele wird sogar noch besser klingen als zu dem Zeitpunkt, wo du sie gekauft hast. Also achte darauf, dass es ein vernünftiges Holz ist, dann wirst du auch viel Freude mit dem Klang haben. Und den Klang zu beurteilen, das ist natürlich subjektiv, aber wenn du sie einfach mal anspielst, wichtig ist, dass du sie hier anspielst, also nicht direkt über dem Schallloch, nicht wie bei einer Gitarre, denn der Sweet Point der Ukulele ist genau hier. Ja, und nicht hier, wenn du hier spielst, klingt es nicht so gut. Hier. Und ich bin jedes Mal wieder fasziniert, was so ein kleines Instrument, wie laut es doch sein kann. Und das ist eben die Kunst des Instrumentenbaus, dass der Klangkörper, der ist relativ klein, trotzdem hat man, wie ich finde, einen relativ lauten Sound. Und ich war selber unglaublich überrascht, als ich angefangen habe, Ukulele zu spielen, als ich das erste Mal so ein kleines Instrument in der Hand hatte und angefangen habe zu spielen, ich war sehr überrascht, wie laut und wie viel Druck aus dieser Ukulele rauskommt. Also wirklich super, aber das hat man nur, wenn die Ukulele auch gut verarbeitet ist. Also der Klang ist wichtig, denn du musst natürlich Freude dran haben, aber der Klang ist auch subjektiv, das ist Geschmackssache. Aber ich kann dir auf jeden Fall versprechen, wenn du dir eine Ukulele kaufst, die aus einem vernünftigen Holz ist und wenn die gut verarbeitet ist, dann wird die besser klingen, als wenn du dir eine Plastik-Ukulele für 20 Euro kaufst, das verspreche ich dir. Kommen wir zum fünften Punkt und das ist die Optik. Unterschätze nicht, wie wichtig es ist, dass das Instrument dir optisch gefällt. Denn je besser dir ein Instrument gefällt, desto öfter wirst du es spielen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und ich höre das auch immer von allen Seiten. Die Optik ist wirklich wichtig. Kaufe dir ein Instrument, das dir optisch gefällt. Was macht nun die Optik aus bei einer Ukulele? Ganz wichtig, wie ich schon gesagt habe, ist erstmal das Holz, weil jedes Holz hat eine natürliche Farbe. Und deshalb wäre ich auch vorsichtig, wenn die Ukulele lila ist oder hellblau, dann ist sie entweder aus Plastik oder das Holz ist einfach übermalt oder gefärbt und das wirkt sich massiv auf den Klang aus. Also gute Hölzer haben eine natürliche Farbe
Und die kann man dann durch gewisse Techniken, kann man die Farbe etwas ändern, aber es ist einfach so, dass Mahagoni wird immer anders aussehen als beispielsweise Fichte. Und deshalb spielt das Holz erstmal eine Rolle. Dann ist es wie bei Gitarren auch, haben Ukulelen ein sogenanntes Binding. Binding ist hier, das siehst du um den Körper herum. Und das kann teilweise verziert sein. Wie hier die Xalani ist so leicht verziert. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Es gibt aber auch Ukulelen, die sind völlig ohne irgendeine Verzierung. Schau dir einfach mal an, was gefällt dir da. Neben dem Binding gibt es noch die sogenannte Rosette. Das ist dann um das Schallloch herum. Da gibt es auch die verschiedensten Verzierungen und Designs. Schau dich da einfach um, was gefällt dir da. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich diese Ukulele in der Hand habe und draufschaue, und so macht das Spielen einfach viel mehr Spaß. Kommen wir zum nächsten Punkt, und das wären die sogenannten Gurtpins. Also das sind hier diese Pins, wie es sich nennt. Das hat nicht jede Ukulele, die sind aber sehr praktisch, weil dann kannst du einfach dir einen Gurt ganz einfach dran machen und kannst mit Gurt Ukulele spielen. Du brauchst nicht zwingend einen Gurt, weil die Ukulele kannst du dir einfach einklemmen und auch im Stehen so wunderbar spielen. Ein Gurt hat aber durchaus Vorteile, weil du einfach beide Hände frei hast. Da kannst du klatschen oder kannst die Noten umblättern. Also ich würde darauf achten, dass Gurtpins da sind. Es schadet nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt, und das wäre das Zubehör. Was für Zubehör sollte dabei sein, wenn du dir eine Ukulele kaufst? Eine Tasche ist extrem hilfreich, weil du willst die Ukulele ja auch transportieren, und da ist es wichtig, dass die Ukulele auch beim Transport geschützt ist. Da würde ich auch nicht unbedingt die billigste Tasche nehmen, sondern sie sollte gepolstert sein, dass du dir keine Sorgen machen musst, wenn du die Ukulele transportierst. Wie ich schon sagte, ein Gurt hat auch Vorteile. Du brauchst ihn nicht zwingend, aber ein Gurt hat durchaus Vorteile. Das Gute bei einer Ukulele ist, mehr brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst kein weiteres Zubehör. Du brauchst nicht mal irgendwelche Plektren, denn die Ukulele wird mit der Hand gespielt. Da hast du viel mehr Möglichkeiten, als wenn du ein Plektrum hast. Du kannst nämlich die Ukulele sowohl mit dem Zeigefinger, du kannst mit der gesamten Hand. Es gibt ganz viele Anschlagtechniken, einzelne Noten mit Daumen. Du brauchst kein Plektrum. Du brauchst auch nicht ein Stimmgerät zwangsläufig, denn du kannst eine Ukulele super easy stimmen. Entweder es gibt so viele kostenlose Apps, die du dir runterladen kannst, und sofort ist die Ukulele gestimmt. Und du kannst sie auch stimmen, wenn du mal weißt, wie es geht, nach Gehör. Das führt jetzt in dem Video zu weit, dann mache ich nochmal ein separates Video. Aber merk dir einfach, du brauchst wirklich kein Stimmgerät. Du kannst sogar, die Xalani hier hat noch ein kostenloses E-Book, wo du mit dem QR-Code einfach den Ton scannst und dann hörst du ihn und dann stimmst du es ganz normal nach. Das geht super easy, das verspreche ich dir, du brauchst kein Stimmgerät. Wie viel kostet eine Ukulele jetzt und wie viel Geld solltest du ausgeben? Hier gilt wie bei allen anderen Instrumenten auch, nach oben gibt es da keine Grenze. Es gibt Ukulelen, die kosten mehrere tausend Euro, das sind absolute Edelhölzer, super verarbeitet. Aber so viel Geld musst du nicht ausgeben, wenn du anfängst und wenn du ein gutes Instrument haben willst, mit dem du Spaß hast. Also hier die Xalani zum Beispiel, die kostet um die 60 oder 70 Euro. Da hast du noch eine hervorragende Tasche und ein kostenloses E-Book, wo du alles lernst, was du zum Thema Ukulele spielen wissen musst. Mehr musst du gar nicht ausgeben, damit hast du auf jeden Fall Freude und erwirbst ein super Instrument. Wenn du an der Xalani Ukulele Interesse hast, dann klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und abonniere den Kanal, damit du benachrichtigt wirst, wenn das nächste Video online ist. Dann wünsche ich viel Spaß beim Ukulele spielen. Und bis dann.